Urlaub mit dem Wohnmobil. Die sichere Alternative in Corona-Zeiten. Wie teuer ist das? Wo darf man hin? Und wie viel Ahnung muss man vom Campen haben? Oh, geil mit der Karre jetzt hier so einen Berg. Fahren hier, das hat schon so ein bisschen Herzinfarktpotenzial. Wie willst du das Ding ganzen Quatsch, wenn du jetzt keinen Kaffee machen kannst? Reporter am Limit. Wir mögen Urlaub im Hotel oder im Ferienhaus. Mit Camping haben wir beide eigentlich nichts am Hut. Ich war einmal mit so einem Wohnmobil von meinen Schwiegereltern unterwegs. 3 Tage Holland, nur Regen. Ich war vor 10, 15 Jahren irgendwann mal zelten. Das war es aber auch schon, muss ich auch nicht unbedingt wieder haben. Aber ich bin jetzt einfach mal offen und probiere es aus. Erste Station, ein Wohnmobilhändler. Tag. Ja, guten Tag. Hallo. Herzlich willkommen. Ja, Sie haben ein paar Schlüssel dabei, glaube ich. Ne? Ich habe mich natürlich vorbereitet. Wir können gleich gerne sofort durchstarten, wenn Sie wollen. Okay. Dem Händler in Bocholt werden die Reisemobile derzeit fast aus den Händen gerissen. Weiße Ware geht wie warme Semmeln. In Corona-Zeiten für viele der perfekte Urlaub. Ich muss keinen Kontakt zu anderen Leuten haben. Das heißt, ich habe mein eigenes Bett dabei, ich habe meine Dusche dabei. Ist eigentlich ein sicherer Urlaub. Das sehen auch diese Kunden so. Ja. Frei und unabhängig zu sein. Also wir müssen nichts vorbuchen. Wir haben, also unser Wohnmobil ist autark. Wir haben genug Strom immer dabei. Wir haben 100 Liter Wasser an Bord. Notgedrungen geht's momentan vor allem durch Deutschland. Wir haben Ostsee, Nordsee, Berge, wir haben eigentlich alles da. Wir haben schöne Wälder, wir haben schöne Naturparks. Wenn sie dann oben an der Nordsee sind, ist es quasi so ein bisschen wie Italien-Feeling. Die Preise ordentlich. 60.000 Euro kostet dieses Modell, eher so der Lieferwagen. Das ist tatsächlich, das soll hier eine Dusche sein. Das ist eine Dusche, genau, richtig. Klo und Dusche in einem. Noch sind wir nicht begeistert und lernen einige Dinge, die wir nie wissen wollten. Etwa, wie der Fäkaltank regelmäßig ausgeleert werden muss. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie falle beim Gehen damit, ist es... Ja, sollen wir vermeiden vielleicht. Okay. Oh je. 170.000 Euro, die Luxusklasse. 170.000, geil. Genau, richtig. Das ist, ja. Aber das ist ja schon so der Preis von einer Eigentumswohnung. Auf jeden Fall. Der Preis ist aber auch gerechtfertigt, weil hier haben wir halt alles, wir haben einen doppelten Boden, wir haben ein isoliertes Fahrzeug, wir haben eine Vollausstattung. Das heißt, hier haben wir schon Solar, Markise, Rückfahrkammer, automatische Saat-TV, eine zweite Bordbatterie, alles schon mit drin. Und deutlich geräumiger. Schon besser. Da kann man schon irgendwie campen gehen mit. Wir müssen halt bloß irgendwo 170.000 herkriegen oder das woanders finden, sowas. Ne? Gut, wir bieten auch Finanzierungen an über lange Laufzeiten. Doch Wohnmobile kann man auch mieten. Es gibt mittlerweile sogar Sharing-Plattformen, auf denen Privatleute ihre Camper anbieten. Achten sollte man auf großzügige Stornierungsbedingungen. Wir mieten auf der Seite Paul Camper. Hier tragen die Wohnmobile Namen wie Dickschiff, Greenhorn oder Marie. Wir entscheiden uns für ihn. Toasty, 150 Euro die Nacht. Der Wagen gehört Ingo aus St. Augustin. Ja, das ist ein gutes Stück hier. Jawohl, das ist Toasty. Ja, wie wir uns angefangen haben, für Wohnmobile zu interessieren, bin ich mit meiner Frau auf verschiedene Messen gefahren. Und ich habe dann irgendwann zu meiner Frau gesagt, irgendwie die ganzen Wohnmobile sehen alle aus wie fahrende Toastbrote, weil die vorne meistens gerade sind. Und so sind wir eigentlich auf den Namen Toasty gekommen. Die Vermietung deckt die laufenden Kosten des Wohnmobils. Doch seine Frau hatte Bedenken. Sie sagte halt, ja, dann schlafen fremde Leute in unserem Bett. Gut, ich habe dann halt gesagt, wenn wir ins Hotel gehen, schlafen da auch fremde Leute drin. Und das auch wahrscheinlich nicht wenig. Von daher haben wir uns jetzt für unser Wohnmobil noch einen Satz Matratzen gekauft. Die wir dann, wenn wir fahren, wechseln. Und dann passt das schon. Ingo erklärt alles genau, vom Strom bis zur Gasflasche. Was ich vielleicht dazu noch sagen wollte, ist... Hier hätten wir besser zuhören sollen, wie sich später noch zeigen wird. Eine Kaution müssen wir auch zahlen, 1.500 Euro. Melanie steuert zum ersten Mal ein Wohnmobil. Was sagst du? Schiff. Ein Schiff? Ja. Kann das gut gehen?
Ja, einfach sozusagen losfahren, ohne vorher sich mal mit dem Fahrzeug auseinandergesetzt zu haben. Davon raten wir ab, denn die Fahrzeugdimensionen sind anders, das Fahrverhalten ist anders. Wenn ich eng um die Kurve fahre, dann rasiere ich möglicherweise gleich den Bordstein mit. Insofern vielleicht auch mal auf einem großen Parkplatz, wo nicht so viel los ist, die eine oder andere Übung machen. Tja, keine Zeit. Wir wollen ans Meer. Ich kann das nicht erkennen. Ja. Ich kann den Zaun so schlecht sehen. Das sieht im Spiegel so aus, als wäre da vorne nur so. Ja, da ist noch Platz. Einfach zurückfahren. Da ist noch Platz. Okay. Immerhin, wir sorgen für Unterhaltung in der Nachbarschaft. Einfach das Gefühl, der ist nach rechts riesig. Und Schaltgetriebe. Oh, geil mit der Karre, jetzt hier so einen Berg. Ey. Irgendwann haben wir es raus. Nur, wo kann man in Corona-Zeiten überhaupt hin? Holland ist Hochinzidenzgebiet. In Belgien kann man tatsächlich 48 Stunden einreisen, ohne einen Test mitzubringen. Ja, oder hier Rumänien. Rumänien. Alles klar. Vielleicht Belgien, ja. Ich meine, da ist Meer. Wenn wir ans Meer wollen, müssen wir jetzt nach Belgien. Belgien. Ohne Buchung fahren wir spontan los. So, ich möchte mal darauf hinweisen, dass die Kollegin Joost schon hier die halben Brotchips ausgeleert hat. Und Toasty ist überhaupt nicht mehr sauber, wie er sein sollte. Und wir müssen ja, anders als in einem Hotelzimmer, müssen wir das ja gesaugt und gesäubert zurückgeben. Also, wer macht das dann sauber? Erste Pause. Melanie freut sich auf einen Kaffee. Schließlich haben wir alles dabei. Wasser. Hier steht Power, aber da kann man gar nicht drauf drücken. Ich glaube, der hat halt einfach keinen 220 Volt Strom, wenn wir nicht am Links hängen. Wäre meine Theorie. Heißt, wir haben gar keinen Strom, nicht genug Strom, um Kaffee zu machen. Ja, wozu hast du das Ding, ganzen Quatsch, denn, wenn du jetzt keinen Kaffee machen kannst? Tja. Ankunft am erstbesten belgischen Campingplatz am Meer. Mach die Schranke auf und die Schranke links. Okay. Und sie kann einen Platz aussuchen. Ah ja, super. Ohne Voranmeldung. Einfach so drin. Und wir haben Strom. Kein Kontakt mit Leuten, das ist ja gut so, Corona-mäßig. Und er hat einfach gesagt, ja, zahlt morgen, fahrt einfach rein. Easy. Ab zum Strand. Hier steckt sich niemand an. Und wir sind happy. Oh, kein Mensch hier. Ist doch noch ganz schön geworden, Holland. Wir sind in Belgien. Zurück zum Wohnmobil. Wir haben Hunger. Hast du einen Schalter irgendwie? Ich hab keine Hast du dir gut gemerkt, wo der Lichtschalter ist, ne? Wir hätten vielleicht aufpassen sollen, als uns der Ingo das erklärt hat. Gas geht. Ich drück einfach mal hier drauf. Hier. Hey. Da unten war der Lichtschalter. Ja, sehr gut. 11 Uhr nachts und wir kochen immer noch an unseren Nudeln. Die Campingtrottel sind unterwegs, aber jetzt haben wir was zu essen. Jetzt. Guten Appetit. Schlafenszeit. Es ist jetzt 1 Uhr nachts und es ist schwierig zu schlafen. Ich bin jetzt wieder draußen, weil dieses Ding im Wind hier so extrem wackelt, dass man nicht schlafen kann. Es gibt aber einen Trick. Man kann das hier festmachen unten. Das habe ich jetzt gefunden, Gott sei Dank. Auch am Morgen danach. Regen. Plötzlich ist der Radius ganz klein geworden. Wenn wir dann oben an der Nordsee sind, ist es quasi so ein bisschen wie Italien-Feeling. Ja, 21 Euro bitte. Perfekt. Gibt es eine Karte oder nur Bar? Nur Bar, bitte. Nur Bar. 21 Euro und für uns geht's zurück nach Deutschland. Schließlich kann man ja auch in NRW gut campen.
Oh, also wenn hier Windböen kommen, dann fegt das uns weg. Wir können hier gerade echt nur mit 90 tuckern. Zurück in Deutschland wartet aber erstmal der Corona-Test. Dann geht es auf diesen Campingplatz am Niederrhein. Tolles Wetter und plötzlich verstehen wir, warum so viele Menschen Camping lieben. Und hier gibt es sogar Tiere. Seit die Plätze wieder auf sind, gibt es einen Riesenansturm. Dieses Ehepaar hat sogar für 2 Wochen gebucht. Eigentlich ehrlich gesagt überhaupt mal raus. Auch wenn es nicht so weit ist. Wir kommen eigentlich aus dem Ruhrgebiet. Also mal gerade 80 Kilometer. Aber egal. Check-in für die Gäste, Corona-konform in dieser umfunktionierten Weihnachtsmarktbude. Können wir hier heute Nacht auch noch unterkommen? Wir haben heute um die 85 Anreisen, morgen noch ein paar, sodass wir über dieses Pfingstwochenende voll ausgebucht sind. Überall ist es komplett ausgebucht. Ah, ja. Ja, schade irgendwie, ne? Ja, aber können wir uns doch eigentlich irgendwo hinstellen, oder? Ich weiß nicht, jetzt irgendwie so ein Supermarktparkplatz oder? Ja, aber an die Straße oder so vielleicht. Vielleicht rufen wir die Hotline zu unserem ADAC-Mann an. Vielleicht rufen wir den ADAC-Mann nochmal. Ja, genau. Das berühmte Wildparken, einfach irgendwo, wo es schön ist, stehen bleiben und übernachten, das funktioniert in der Regel so nicht, ist auch meistens nicht erlaubt. Europaweit geht das nur in Rumänien. Aber es gibt öffentliche Stellplätze, auf denen man eine Nacht verbringen kann. Wohnmobilstellplatz Kevela. Für die Bahnhofsnähe ziemlich ruhig. Großer Stellplatz gemischt mit LKW. Naja. Du bist so skeptisch. Bleibt uns ja nichts anderes übrig, ne? Guck mal hier. Was ist das hier? Wir sind nicht die Einzigen. Hier stehen nämlich noch mehr Wohnmobile. Die anderen Wagen haben alle die Vorhänge zu. Die haben das zugemacht da. Guck mal, das kann man ja auch machen. Die wollen offenbar ihre Privatsphäre für dunkle Geschäfte. Ja, ne? Home sweet home. Das ist so schön bei Wohnmobilen, weil sich so das Leben so draußen abspielt. Also raus. Schön hier, ne? Aber es klärt auf. Und hier können wir sogar in der Stadt ein Bierchen trinken. Außengastronomie. Alles dank unseres Wohnmobilurlaubs. Unsere Nacht auf dem Parkplatz. Autos, Züge, laute Menschen. Aber immerhin gibt es morgens Kaffee, obwohl wir ja gar keinen Strom haben. Wir haben ja Gas und wir haben löslichen Kaffee gekauft. Dusche wäre eigentlich schön auch irgendwie. Also es war so eine Minute warmes Wasser, aber das war es dann auch. Also man muss schnell sein. So Ninja-mäßig duschen, dann geht's. Mit dem Parkplatz sind wir durch. Matthias will frühstücken gehen. Attraktiv, würde ich sagen. Aber wir sind doch autark. Tja, vielleicht will ich auch einfach was Anständiges essen. So. Ja, so. In der Nähe gibt es ein Bauerncafé, das Frühstück ans Wohnmobil serviert. Ja, da stehen ja schon die ersten. Und bekommen ihr Frühstück zubereitet und serviert von der blitzschnellen Carola Limbach. Wie viele Kilometer laufen Sie denn pro Tag? Sie sind ja so fix. Wenn es normal ist, also über 20.000 Schritte habe ich bestimmt. Der normale Kaffeebetrieb ruht wegen des Lockdowns. Mit Kuchenverkauf und Wohnmobilfrühstück hält sie sich über Wasser. In der Spitzenzeit waren es so um die 18, 20 gewesen. Bis zu 20 Wohnmobile am Tag bekommen am Wochenende hier ihr Frühstück. Und jetzt wir. Guck dir das an. Ja, könnte schlimmer sein, ne? Corona könnte schlimmer sein, sag ich mal. Ja, und Sekt gibt's noch. Mein Fazit ist, man kann schon ein kleines Abenteuer leben und ein bisschen Freiheit spüren. Wir sind rausgekommen, wir konnten ans Meer und das ist ja schon mal was wert jetzt in Corona-Zeiten. Man muss Abstriche machen und man sollte sich ein bisschen damit auskennen. Und Toasty darf jetzt unbeschadet nach Hause fahren.
Wohnwagen, Wohnmobil oder Zelt, wie machen Sie denn eigentlich Urlaub? Schreiben Sie das doch gerne mal in die Kommentare. Und wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, freuen wir uns natürlich über einen Daumen nach oben. Abonnieren Sie unseren WDR-Reisekanal und ganz wichtig, aktivieren Sie die Glocke. Dann verpassen Sie keines unserer Videos. Vielen Dank fürs Zuschauen.